Hallo Halle, ich grüße Halle. Es ist für mich gar nicht so einfach, vor euch zu sprechen. Mein Eindruck hier, als ich hier ankam, habe ich mich umgeschaut. Ich habe eigentlich eine ganz andere Rede im Kopf gehabt. Ich habe eigentlich was ganz anderes im Kopf gehabt, um euch zu erzählen, warum ich hier bin, warum ich hierher gekommen bin und warum ich das tue, was ich tue. Das Problem ist, dass ich von einem Volk stamme, das 70 Jahre lang nach Freiheit ätzt und egal wo, selbst hier in Deutschland, weiterhin diskriminiert wird von angeblichen Nicht-Faschisten. Und das ist etwas, was mich sehr, sehr traurig macht. Das Problem ist, es wird keiner nachvollziehen können, was in meinem Herzen ist. Ich kann euch erzählen, was ich will, aber das, was in meinem Herzen ist, das werdet ihr nicht nachvollziehen. Es ist keine 2 Monate her. Da ist Verwandtschaft von mir in der Westbank von israelischen Soldaten kaltblütig ermordet worden. 2 Monate. Es ist kein Jahr her. Da fand der letzte Genozid an meinem Volk statt, in Gaza. 2500 Tote, gebilligt von der Weltgemeinschaft, gebilligt von der Staatsräson Angela Merkel und einem angeblichen Außenminister Steinmeier. Gegen den Krieg demonstrieren sie, für Freiheitsrechte sind sie da drüben. Sie wissen gar nicht, was Freiheit ist, denn die Freiheit können sie nicht vermissen. Denn diese habt ihr. Ihr dürft Faschisten unterstützen. Das ist nämlich dein Gut, welches die Leute da drüben nicht zu schätzen wissen. Diese Freiheit haben wir Palästinenser nicht. Der deutsche Antisemitismus ist nicht mein Antisemitismus. Das geht mich auch nichts an. Ich werde auch einen Scheißdreck tun, um mich in innerparteiliche oder um innerdeutsche Konflikte einmischen. Das muss die deutsche Gesellschaft unter sich selbst ausmachen. Das müssen die Deutschen unter sich selbst ausmachen. Ob links, rechts, in der Mitte, oben, unten, wo sie auch herkommen. Wisst ihr, ich habe die Angewohnheit, emotional zu sein. Es muss auch rüberkommen, es muss ja auch sehr nah ankommen an eure Herzen, was ich hier erzähle. Ich sage das nicht daher. Wisst ihr, der Ahmad hier neben mir ist ein treuer Begleiter von mir. Der Junge steht am Anfang seines Jahres. Der ist erst Anfang 20. Anfang 20 ist er. Aber er ist treu. Er ist treu und weiß, was er möchte. Er möchte Freiheit. Er möchte Freiheit. Das ist das, was wir wollen. Ich nehme dieses Mikro nicht in die Hand, um gegen andere Menschen zu hetzen. Freiheit für Palästina. Freiheit für alle Völker dieser Welt. Und Freiheit für alle unterdrückten Völker. Nieder mit euch Faschisten. Nieder mit euch Faschisten. Faschismus. Zionismus ist Faschismus. Zionismus ist Faschismus. Nieder mit der weißen Antifa. Frei. Nazis raus. 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 Leute, ich lasse mir den Mund nicht verbieten. Ich stelle mich hin als Palästinenser. Als Palästinenser stelle ich mich hin. Die Leute sagen, warum Frieden? Wie könnt ihr Frieden verlangen, wenn ihr euren Kampf mit Gewalt ausübt? Das ist gelogen. Das ist eine Lüge. Das ist die Geschichtslüge der Zionisten. Es gibt einen Unterschied zwischen Antizionismus und Antisemitismus. Ich verachte keinen Propheten. Die Nazis oder irgendwelche Faschos
Die können sich da links hinstellen und grölen, was sie wollen. Ich kann euch nur eins sagen, ich stamme aus Lydia. Meine Heimatstadt ist Lydia in Palästina. 20 Kilometer unweit vom heutigen Flughafen Ben Gurion. Zu Deutsch Ben Grün. Er heißt ja nicht Gurion, er heißt Grün. Herr Ben Grün. Dieser sogenannte Ben Gurion, nachdem dieser Flughafen benannt wurde, gehörte einer Terrororganisation an. Die Irguna und die Hagana. Terrororganisationen! Und sie behaupten, der Staat Israel ist legal und alles ist rechtmäßig. Gut, dann ist es so. Ich akzeptiere Realitäten. Und ich wiederhole meinen Lieblingsspruch. Ich bin ein Realist und kein Träumer. Und wenn ich diese palästinensische Fahne hier sehe, dann hebe ich sie hoch für die Freiheit aller Menschen auf dieser Welt. Nicht nur für die Palästinenser. Unser Kampf ist ein Kampf, den wir niemals aufgeben werden. Der Palästinenser hat das Herz eines Löwen. Merkt euch das. Die Feinde einer Demokratie, einer Freiheit, des Friedens, das sind die, die versuchen uns zu stören. In Jerusalem machen die Menschen viele Dinge durch, viele Dinge durch. Da werden Kinder willkürlich verhaftet. Es werden in der Westbank Minderjährige verhaftet. Ein minderjähriges Mädchen, 12 Jahre alt, die Malak, ist letzte Woche freigelassen worden und wurde verurteilt zu 6 Monaten Gefängnis wegen eines Steins vor einem Militärgericht. Was hat das mit Demokratie und Rechtsstaatlichkeit zu tun? Was hat ein minderjähriges Kind vor einem Militärgericht zu suchen? Leute, das geht mir so nah, dass ich den Tränen nahe bin, wenn ich hier stehe und diese Worte sage. Ich plädiere für alle. Ich spreche nicht nur für die Palästinenser. Ich spreche für die Kurden. Ich spreche für die Türken. Ich spreche für alle arabischen Völker. Für alle unterdrückten Völker. Gegen Diktatoren und Monarchen. Das hat uns dieses Dilemma eingeführt. Ein Palästinenser stellt sich nicht hin und sagt, schickt sie ins Meer, wie sie abtun. Das ist eine Lüge. Unser Volk, für die, die es nicht wissen, wir bestehen aus 35% Christen, 6% jüdischen Anteil. Fragt die jüdische Stimme in Berlin. Fragt die ultraorthodoxen Juden in New York und in Berlin und hier in Deutschland, wie sie behandelt werden von diesen Parteien in Israel, die Rechtsstaatlichkeit vertreiben. Nein, das ist für mich keine Rechtsstaatlichkeit. Das ist Apartheid. Apartheid ist das. Ländereien werden annektiert. Es werden Fabriken aufgestellt und diese Produkte in alle Welt verkauft. Wisst ihr, was unser friedliches Mittel ist? Was wir machen, was wir tun können? Weltweit? Ganz genau so ist es. Ganz genau so ist es. Achtet auf euren Konsum. Lest durch, was ihr kauft. Boykottiert SodaStream, Nestle, Coca-Cola, Burger King, McDonald's. Das sind die Sachen, die wir boykottieren müssen. Es gibt nichts, was wir davon haben können. Wo komme ich denn da hin? Wenn ich eine Cola trinke, dann trinke ich das Blut eines toten palästinensischen Kindes. Wenn ich einen Burger esse, dann esse ich das Fleisch meiner eigenen Mutter. Das geht mir zu nah. Jeder kann sich an die israelische Abgeordnete erinnern. In der Knesset. Dann wurden die T-Shirts verteilt im letzten Gazakrieg. Da starrte dann eine schwangere Frau. Und dann hieß es, one shoot, two die. One shoot, two die. Ein Schuss, zwei Tote. Ein Schuss, zwei Tote. Das ist die Politik von 80% der Knesset-Abgeordneten in Israel. Das hat nichts mit Rechtsstaatlichkeit zu tun.
Wir vom PLC Berlin, Palestine Network Name schon, das bedeutet Vernetzung. Die Links-Rechts-Schublade, die lassen wir mal außen vor, die interessiert mich nicht. Wir als Palästinenser sollen uns von Nazis distanzieren. Wir sollen uns von Rechten distanzieren, aber ich distanziere mich genauso auch von der weißen Antifa. Das ist etwas, was die Leute verstehen müssen und verinnerlichen müssen. Ich komme nicht nach Halle aus Berlin, um als Egoist hier für mich zu sprechen. Nein, ich komme, um für euch, auch für die Deutschen, eine Lanze zu sprechen. Weil genau diese Leute, die versuchen zu stören, sind diejenigen, denen ihr es zu verdanken habt, dass ihr nichts sagen könnt gegen den Zionismus. Ich empfehle jeden, und meine Reden kommen ja nicht daher, ich empfehle jeden zwei Quellen. Das Buch von Petra Wild und das Buch Der Judenstaat von Theodor Herzl selbst. Das habe nicht ich geschrieben, das hat jemand selbst geschrieben, der sich selbst sagt, er steht für Rechtsstaatlichkeit und für eine Idee. Das sind die Quellen, aus denen ich meine Informationen habe. Wer diese Bücher liest, der wird schnell erkennen, dass diese Ideologie an Menschenverachtung nicht zu übertreffen ist. Und dann stellen sich Menschen hin und behaupten doch, sie seien für Freiheit und Frieden. Wie kann es Frieden geben, wenn sie mich hassen? Wie? Das ist das Schlimme. Der Hass uns Palästinensern gegenüber überwiegt leider Gottes. Und deswegen ist keine sachliche Argumentation mit all diesen Figuren möglich. Ich habe es genug probiert. Natürlich bin ich Angriffsziel und ich werde nach dieser Rede noch mehr Angriffsziel sein. Aber wisst ihr, da drüben sterben Menschen in meiner Heimat und hier stirbt nur mein Ruf. Und ist der Ruf schon einmal ruiniert, so lebt es sich relativ ungeniert. Und wir werden so lange unsere Stimme erheben, bis der Boden unter den Feinden der Freiheit bebt. Und ich werde so lange die Stimme der Stimmlosen sein, bis die Gehörlosen Gehör haben. Palestine Network Communication. Redet nicht nur, sondern es gibt Tatsachen. Informiert euch im Netz. Wir sammeln Altkleider, weil es niemandem wehtut, ein Stück Stoff abzugeben, welches er nicht mehr braucht. Aber es tut jemandem weh, wenn er einen Euro gibt. Das ist verständlich. Und genau deswegen machen wir zwei Wege. Wir sammeln lieber den alten Stoff und helfen Flüchtlingen vor Ort, die hungern, die im Winter erfrieren und im Winter kleine Babys im Schnee schlafen lassen müssen. In Amman, in Jordanien, in der Hauptstadt. In Amman haben wir ein Büro. Wir haben in der Westbank ein Büro und ich habe ein Büro in Khan Yunis, in Gaza. Wir kriegen die Informationen aus Gaza aus erster Hand. Den Menschen, die ein Dach über den Kopf haben und die Heizung anmachen, denen geht es gut. Uns geht es gut. Wir haben ein warmes Bett. Auch den Flüchtlingen hier in Deutschland geht es den Umständen gegenüber im Vergleich denjenigen, die in Zeltstädten leben, auch gut, denn zum Glück, Gott sei Dank, haben sie ein Bett, Gott sei Dank haben sie was zu essen und Gott sei Dank dürfen ihre Kinder Bildung genießen. Und da gilt es, auch diese Menschen zu unterstützen. Wir helfen vor Ort. Vor Ort bedeutet, wir begeben uns in die Krisengebiete. Es sind mehrere Projekte geplant. Es sind Dokumentarfilme geplant. Ihr werdet sehen, es kommen einige Sachen. Ich bitte euch um eins. Wenn ihr für die Freiheit einsteht, dann legt all eure Vorurteile einfach ab. Wir Menschen haben alle rotes Blut. Wir kochen auch nur Wasser und atmen diese Luft, die ihr atmet. Es gibt keinen Unterschied zwischen mir und euch oder sonst wem auf der Welt. Wir sind niemanden.
Wenn jemand Toleranz predigt, muss er sie auch vorleben. Und ich lebe diese Toleranz sehr wohl vor. Oh ja, oh ja. Aber was ich hier erfahre, oder was mir teilweise in Deutschland entgegenkommt, weil Menschen der Meinung sind, sie sind im Recht, im falschen Recht, das stimmt mich natürlich traurig. Unsere Arbeit ist Aufklärung. Unsere Arbeit ist, historische Fakten grundlegend richtig zu stellen. Ich kann ja noch 1 Million Jahre in die Geschichte zurückgehen und dann behaupten, die Dinos waren hier. Und wir machen jetzt eine Wiedererfindung von irgendwelchen Genen, um irgendwelche Dinosaurier wiederbeleben zu wollen. Das ist unrealistisch. Eine Sache, die vor 3000 Jahren war, interessiert heute niemanden. Es interessiert nur, wer hat dort gelebt. Wir haben Jahrtausende zusammengelebt. Liebe Gegendemonstranten, wir haben Jahrtausende zusammengelebt. Bis Großbritannien seine Finger in Palästina reingesteckt hat. Bis das Balfour-Abkommen kam. Wir waren nie Feinde. Juden, Muslime und Christen haben sich drüben im Nahen und Mittleren Osten immer verstanden. Ob koptische Christen in Ägypten, ob Christen im Irak, im Libanon, in Syrien, in Palästina, in Jordanien, in Afghanistan, egal wo sie sind. Egal ob Juden in diesen Ländern, in Jemen, in Marokko. Wir haben immer zusammengelebt. Und das ist das Ziel. Das Ziel muss sein, dass wir wieder Tür an Tür zusammenleben können. Diese Bleistiftzieherei war falsch und ist in Zukunft falsch. Mein Pass, meine Identität ist Mensch und nicht irgendetwas anderes. Es gibt so viele Dinge, die man noch erzählen könnte. Ich will das ganze hier Ding auch nicht ausschweifen, weil ich weiß, dass noch genug Redner dran sind. Ich weiß nicht, ob manche enttäuscht sind von meinen Worten oder begeistert sind. Aber mich trifft es ziemlich hart, wenn ich die Feinde der Freiheit da drüben sehe, die mein Volk unterdrücken und denen auch noch zuklatschen soll. Nein, das tut mir weh, das verletzt mich, das geht mir ans Herz und das bringt mich auch zum Weinen. Wenn ich diese Worte sage, dann sage ich sie daher, weil meine Familie betroffen ist. Weil mein Großvater und mein Vater betroffen ist. Meine ganze Familie ist betroffen von dieser Angelegenheit. Ich weiß nicht, ob ich denen eine Woche Gaza unter israelischem Militärbeschuss wünschen soll. Das wünsche ich eigentlich niemandem. Aber vielleicht tut es denen da drüben gut, wenn sie mal eine Woche diese Umstände leben. Nur eine Woche mal in Gaza. Oh ja, irgendwelche Bunker. In irgendwelchen Bunkern können sich Menschen verstecken. Die Menschen haben entweder das Ertrinken oder auf die Fliegerbombe zu warten. Mehr haben die nicht. Andere Möglichkeiten gibt es nicht. Mann, ihr könnt eure Musik spielen da drüben und eure Reden halten, wie ihr wollt. Es juckt mich nicht. Palästina wird frei sein. Freiheit für Palästina und für alle Völker. Es interessiert mich nicht. Ich werde das Ganze auch abschließen, meine Worte abschließen. Denn ich merke selber, aus Selbstschutz muss ich dieses Mikrofon abgeben. Denn was ich nicht abhaben kann, sind Leute, die von sich behaupten, sie seien antifaschistisch, aber sind so weit nach links gerückt, dass sie sich um 360 Grad gedreht haben und selbst rechts sind. Freiheit für die Ukraine und für den Donbass. Freiheit für Russland. Freiheit für China und Uganda. Freiheit für Afghanistan, für den Irak. Für Palästina selbstverständlich. Und selbstverständlich für Deutschland. Dass man endlich wieder vernünftig und normal seine Meinung äußern kann, ohne in irgendwelche Schubladen gesteckt zu werden. Ich habe die Schnauze voll davon. Mann.
LMA, sage ich nur dazu. Könnt ihr euch selber denken, was das heißt. PNC, Palestine Network Communication, heißt euch alle willkommen, uns zu unterstützen. Kommt und unterstützt uns aktiv. Ich lade jeden ein, vor Ort zu gehen und Flüchtlingshilfe vor Ort zu betreiben. Boykottiert zionistische Ware. Vielen Dank.